Hallo ihr Lieben, heute öffnen wir mal eine für euch natürlich Mystery Box von einem guten Freund. Der hat uns ein paar Dinge geschickt, die er nicht mehr braucht. Und ja, ich zeige euch jetzt, was drin sein wird. Was haben wir denn da? Anscheinend sind auch ein paar andere Dinge drin, von denen ich keine Ahnung habe. Also für mich auch eine Mystery Box. Wir haben hier zum Beispiel einen Besucherpass mit Lanyard. Dann haben wir hier noch einen Haufen mehr Lanyard. Richtig cool, weil wir sammeln die. Da haben wir zum Beispiel eben von PlayStation 4 zu PlayStation VR, EA Sports, Doom Eternal ist auch dabei. Was haben wir hier? Indie Arena. Payment Wall. Richtig cool. Da auch mit dem Controller drauf. Und dann haben wir hier noch mehr. Oh, voll cool. Von der Gamescom auch ein paar. Richtig cool. Da hat sich auch noch was versteckt. Ah, richtig cool. Nochmal ein Lanyard von Doom mit Karte. Dann haben wir hier eine Fallout-Maske. Dann haben wir hier einen richtig süßen Stitch als Controllerhalter. Einmal hier PlayStation VR. Was haben wir da drinnen? Ah, richtig cool. Ist so ähnlich wie Postkarten, sind feste, harte Bilder. Es sind richtig viele verschiedene dabei. Sieht richtig cool aus. Vor allem hier ist so eine limitierte Auflage. Und die 618 von 1026. Richtig cooles Teil. Und als nächstes haben wir hier von Gunfire Reborn. Was haben wir da? Richtig cool. Eine Schriftrolle. Sieht richtig cool aus. So, wo greife ich als nächstes hin? Was haben wir denn da? Oh, wie süß ist der! Ein kleiner Move-Controller. Richtig cool. VIP. Dann einmal Ghostbusters. Eine richtig coole Tasche. Dann haben wir hier von Gravity Racing League. Anscheinend ist es auch eine limitierte Auflage. Das ist von Wipeout, ein Soundtrack, richtig cool gemacht. Dann hier einmal von Resident Evil 7. Eine Kerze. Riecht gut. Hier habe ich doch ein Lanyard von Beyond Two Souls. Dann, was haben wir hier? Und dies hier ist ein kleiner Comic von Batman Begins. Richtig cool. Und ein Artwork von Tomb Raider. Ich glaube sogar mit einer Unterschrift darauf. Sehr cool. Dann haben wir hier einmal Do Not Open. Sollen wir es öffnen? Und einmal hier von Madison.
ein Aufkleber. Dann von Cyberpunk hier noch ein paar richtig coole Artworks. Von Madison einen Schlüssel. Und von Fallout noch ein paar Buttons. Richtig cool. Dann haben wir hier einmal von Hitman ein Notizbuch. So, dann haben wir hier noch eine Mütze. Ich muss noch genau schauen, von wo das kommt. Seattle 138. Ihr könnt mir ja auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, woher genau es kommt. So, hier haben wir auch noch etwas Kleines. Einmal von Far Cry 5 ein paar Buttons. So, und jetzt nehmen wir uns ein bisschen die größeren Dinge vor. Dann hier einmal Enter the World of Assassination. Was wird hier drin sein? Einmal eine Broschüre von Hitman mit der Krawatte. Und einmal hier eine Visitenkartendose. Und hier schauen wir gleich rein. Aha, Oropax. Schlafmaske. Oh. Und ein Nackenkissen zum Aufpusten. Eine richtig coole Hitman-Box. Dazu passend natürlich dann das Notizbuch. Sehr, sehr cool. So, und die nächste Mystery-Box haben wir hier von Detroit Become Human. Ernsthaft? Einmal hier einen richtig coolen Kartenausweis. Und hier haben wir so eine Art Cyberlife-Infobuch über das Game. Richtig schick. Sehr nice mit den Artworks. Wunderschön. So, dann nehmen wir mal das große hier. Einmal von Siberia, The World Before, eine richtig coole Box. Schauen wir mal, was drin ist. Eine richtig coole Figur zum Aufstellen. Sogar ein zweiter und ich vermute mal, es sind Buchstützen. Richtig cool. Einmal Life is Strange, die Limited Edition. Und einmal die nächste Limited Edition von Life is Strange Before the Storm. Richtig cool. Mal schauen, was da drinnen ist. Einmal der Soundtrack, das Spiel und ein Artbook. Und hier in der nächsten Limited Edition haben wir den Soundtrack, das Game. Sehr cool für die Sammlung. So, und die letzte Box. Was haben wir hier noch? Oh mein Gott, cool. Life is Strange 2. Eine richtig coole Box. Schauen wir mal, was ist hier drin. Oh, wie cool. Und hier zwei richtig coole Figuren. Ich glaube, die Namen waren Sean und Daniel. Zwei richtig schöne Figuren. Richtig cool. Und dann haben wir hier noch einmal wieder eine richtig schöne Überbox. Und darin befindet sich
einmal das Spiel und einen Abdruck dazu. Sehr cool. Und dann haben wir hier noch, schauen wir mal, was ist das denn? Ganz vorsichtig. Oh, wie cool. Das sind verschiedene Artworks. Und darin befinden sich solche alten Platten. Voll cool. Richtig schön. Eine richtig coole Edition. Und wie hat euch das Video von dieser Mystery Box gefallen? Sind ein paar richtig coole Dinge auch für euch dabei? Hättet ihr sie euch auch geholt oder gefreut, wenn ihr sie bekommen hättet? Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Und einmal möchte ich mich noch herzlich bedanken bei unserem guten lieben Freund aus Deutschland. Danke für dieses richtig coole Paket. Wir sehen uns beim nächsten Video.